Manchmal gelingt Fahndern aus ganz Europa ein seltener Schlag gegen die organisierte Callcenter-Mafia. Wir sprechen hier über internationalen Finanzbetrug im großen Stil. Dann kommt alles ans Licht. Die Riesengewinne, die Banden mit dubiosen Finanzportalen machen. Und die Gier, mit der sie anderen das Geld aus der Tasche ziehen. Zockt die Deutschen ab. Zockt sie ab, bis wir sie endlich ausgerottet haben. Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Was denken Sie denn? Ist noch etwas von dem Geld übrig? In Videos feiern sie sich als erfolgreiche Finanzunternehmer. Wir gehen davon aus, dass alles fake ist. Während die Opfer vor dem Nichts stehen. Die Altersvorsorge, die ist restlos weg. Die ist mit diesem Spaß hier draufgegangen. Der Angriff auf die Ersparnisse kommt aus dem Internet. Hier sind in den letzten Jahren sogenannte Online-Trading-Plattformen wie Pilze aus dem Boden geschossen. Das Versprechen, unkomplizierte Anlagemöglichkeiten in Aktien oder Kryptowährungen. Auch Interactive Trading wirbt damit. Auf den ersten Blick alles seriös. In München treffen wir einen Mann, der auf die Fake-Trader reinfiel. Hans-Joachim Viereck hat nach dem Verkauf seiner Schlosserfirma eine 500.000 Euro auf der hohen Kante. 55 Jahre hat er dafür malucht. Durch Interactive Trading wird er alles verlieren. Ich habe keinen müden Cent mehr. Ich verkaufe gerade so mehr oder weniger meine restlichen Hab und Gut. Das heißt so ein paar Kleinigkeiten. Aber das sind 100-Euro-Beträge. Das ist lächerlich. Davon kann man nicht leben. Was ist das für ein Gefühl? Das ist ein zu gut deutsch beschissenes Gefühl, um es noch drastischer auszudrücken. Es ist einfach etwas, was total unschön ist. Ja, wünsche ich keinem. Der 71-Jährige war auf der Suche nach Anlagemöglichkeiten im Internet, als er auf einen Artikel über die TV-Investorensendung Höhle der Löwen aufmerksam wird. In Artikeln wie diesen werden Trading-Möglichkeiten vorgestellt, mit der selbst Finanzamateure reich werden könnten. Auch Prominente seien davon begeistert. Doch die Presseberichte sind gefälscht und so nie erschienen. Wenn Bohlen und dergleichen mehr Geld damit macht, warum sollte ich das nicht auch irgendwie können? Es war sehr interessant, verlockend und naja gut, es ließ sich auch relativ gut an. Durch den Artikel wird Viereck auf die Seite von Interactive Trading weitergeleitet. Die Plattform bietet angeblich Zugang zu Aktienmärkten auf der ganzen Welt. Der Rentner wird neugierig und registriert sich. Daraufhin kam innerhalb kürzester Zeit, sprich ungefähr 2 Minuten, ein Rückruf mit der Aufforderung zu investieren. Viereck zahlt zunächst kleine Summen ein, hofft auf gute Renditen. Dann häufen sich Anrufe aus dem Callcenter, angeblich mit noch besseren Finanzprodukten. Ein Gespräch hat er aufgezeichnet. Guten Tag, Herr Viereck, wie geht es Ihnen? Alles gut? Alles gut. Haben Sie schon Erfahrung mit Investitionen? Ja, habe ich. Darf ich mich jetzt Ihnen über unser Projekt erklären? Ja, was wollen Sie mir da jetzt erklären? Von unserer Seite bekommen Sie eine Hilfe, bekommen Sie natürlich einen Kontomanager. Kontomanager ist ein Spezialist und wenn Sie machen alles, was Ihr Kontomanager sagt, bekommen Sie dann Ihres garantierten monatliches Gewinn von 40-60%. Bedenken wischt er beiseite. Denn auf seinem vermeintlichen Kundenkonto kann er beobachten, wie sich sein eingesetztes Geld entwickelt. Man kann hier die Werte der einzelnen Kurse, der Aktienwerte und so weiter vergleichen. Und wenn man das vergleicht, es passt immer alles ganz hervorragend. Das heißt, dass man einfach gar nicht darauf kommt, dass so etwas fake sein könnte. Die Trading-Plattform zeigt satte Gewinne an. Weil sich das gut anfühlt, lässt er sich zu weiteren Investitionen überreden. Man wollte, dass ich noch mal nach Möglichkeit mehr nachschieße, um eben eine höhere Rendite rauszuholen. 2000 Euro sind auf ein litauisches Konto gegangen. Die nächste Überweisung war dann mit 97.600, die auf ein schwedisches Konto gegangen sind. Dann sind weitere 99.000 auf ein schwedisches Konto gegangen. Nochmal ein schwedisches Konto mit 99.000. Zuletzt schwedisches Konto 38.000. Diese Summen sind von mir überwiesen worden, bis dann eben auch das letzte Geld mit den 38.000 Euro restlos
weg war. Hier und auf einer weiteren Plattform verliert er insgesamt eine 500.000 Euro. Braunschweig. Hier sitzt das Kommissariat Cybercrime. Seit Jahren ermitteln die Fahnder gegen kriminelle Anbieter von Trading-Plattformen. Das angebliche Kundenkonto ist dabei der Kern des Betrugs. Die Kurse selbst sind tatsächlich an den echten Kursen orientiert, aber alles, was dem Geschädigten hier auf der Website angezeigt wird, das ist manipuliert. Das heißt, dem Geschädigten wird einfach ein Abbild der echten Kurse angezeigt und die Täter platzieren willkürlich in diesem Abbild die Position so, dass für den Geschädigten das im Endeffekt immer ein Gewinn herauskommt. Das heißt, das ist eigentlich bloß farbige Balken, die durch ein Computerprogramm angezeigt werden und sich an einem echten Kurs orientieren. Aber das Geld, was dahinter steckt, das ist schon lange weg. Die Brokerbanden agieren aus diversen Callcentern wie diesem in Rumänien, das die Braunschweiger Fahnder vor kurzem in internationaler Zusammenarbeit auffliegen ließen. Mehr als 50 Mitarbeiter sollen hier gutgläubige Opfer abtelefoniert und ihnen nicht existierende Finanzprodukte aufgeschwatzt haben. Schaden? Rund 95 Millionen Dollar. Es wurden in unserem Verfahren ganz konkret 5 Menschen festgenommen. Wir haben uns im Verfahren ganz explizit auf die Führungsriege konzentriert, das heißt also auf den Chef des Callcenters, auf einen Chef des Geldwäschenetzwerkes, auf den Chef der Finanztransaktion, also als Vermittlung zwischen Callcenter und Geldwäschenetzwerk. Ein voller Erfolg. Nach Recherchen von Spiegel TV soll der aus Israel stammende Liran K. im Zentrum der Untersuchungen stehen. Er und seine Mittäter sollen weltweit mehr als 30.000 Menschen betrogen haben. Ein Hauptverantwortlicher, den wir festgenommen haben, war für ein Callcenter verantwortlich. Und dort ganz speziell hat er die Personalverantwortung gehabt. Da hat er die Verantwortung für die Infrastruktur gehabt, also dass ein Callcenter mit entsprechende Technik, Computern, Telefonanschlüssen, Internetanschlüssen ausgestattet ist und dafür Sorge zu tragen, dass, wenn Finanztransaktionen stattfinden, dass die auch in den richtigen Weg gehen, damit das Geld gewaschen werden kann. Das Netzwerk um Liran K. ist seit 2021 Gegenstand gemeinsamer Ermittlungen. In der Ukraine gelingt der Polizei ein Schlag gegen die IT-Infrastruktur. Zeitgleich wird ein erstes Callcenter in Bulgarien stillgelegt. Es gibt Festnahmen, doch die Köpfe der Truppe sollen weitergemacht und sich einfach eine neue Location und neues Personal gesucht haben. Das zu finden ist kein Problem. Denn Callcenter-Mitarbeiter verdienen 2000 bulgarische Leva, umgerechnet rund 1000 Euro. Nicht schlecht für bulgarische Verhältnisse. Obendrauf kommen noch Erfolgsprämien. Die Callcenter-Mitarbeiter bekommen für jeden Geschädigten, den sie gewonnen haben oder der dann bestimmte Einzahlungen macht, nachdem sie ihn beraten haben, einen bestimmten Bonus. Und der Bonus wird halt aus Grundgehalt mit eingezahlt. Das können pro Monat auch gut mal 25-50% sein, die nochmal auf das Grundgehalt draufkommen. Und das sorgt natürlich bei den Callcenter-Mitarbeitern untereinander auch für Konkurrenz und nochmal für einen größeren Ansporn, auch wirklich wieder einen Geschädigten mehr für die Tätergruppierung zu gewinnen. Die Gewinnspannen sind riesig. Alles, was man braucht, ist eine seriöse Internetseite und eine Truppe eifriger Telefonisten. So wie bei Profits Trade. Allein über diesen angeblichen Online-Broker mit Callcentern in Georgien, Mazedonien und Armenien wurden Kunden um 25 Millionen Euro abgezockt. Herbert Müller ist einer der Geschädigten. Der Mann ist Bundespolizist und möchte unerkannt bleiben. Er hat etwas mehr als 7.000 Euro verloren. Geld, das er eigentlich sinnvoller nutzen wollte. Ich wollte ja für mich, für die Familie, eine Altersvorsorge schaffen. Ja, also darum ging es. Wollte natürlich vielleicht das schnelle Geld machen. Über diese Online-Plattform, die ich mir da ausgesucht hatte. Aber das ging ja nachher dann völlig in die Hose. Beziehungsweise in die Taschen der Betrüger. Herr Müller wollte vor allem in Kryptowährungen wie Bitcoins investieren und meldete sich bei der Betrügerseite an. Schon kurze Zeit später ist er scheinbar um ein Vielfaches reicher. Hier wurden mit einer Anlage von 250 Euro auf einmal 10.000, 12.000 Euro schon sichtbar und hinterlegt. Da hat mein Herz natürlich höher geschlagen, weil ich mir das so gar nicht vorstellen konnte.
Ein gutes Geschäft, denkt er und will sich sein Geld auszahlen lassen. Seine Callcenter-Agentin Frau Schumacher bietet Hilfe an. Sie benötige dafür nur per Fernschaltung Zugang auf seinen Rechner. Doch statt zu helfen, bucht sie 2.500 Euro ab. Angeblich aus Versehen. Sie setzt noch mal nach. Das Missgeschick mit der Abbuchung sollte ja gewandelt werden in eine Gutschrift. Aber leider Gottes, am nächsten Tag war wieder sehr geschickt gemacht. Das war wieder alles so schnell und für mich in dem Moment auch gar nicht nachvollziehbar, dass denn wieder 4.500 Euro abgebucht worden sind und leider Gottes nicht gut geschrieben wurde. Ich fühlte mich wie erschossen. Ja, das muss ich schon so sagen. In Bamberg arbeitet die Generalstaatsanwaltschaft an dem Fall von Herrn Müller. Die Ermittlungen sind kompliziert, denn während die Opfer häufig in Deutschland sitzen, haben die Hintermänner von Profits Trade International ihren Firmensitz angeblich in Dominica, einem karibischen Inselstaat. Doch selbst der ist fake. Wir sprechen eigentlich nie darüber, dass die Täter bei uns hier in Deutschland sitzen. Wir würden es uns häufig wünschen, weil es das einfacher machen würde. Stattdessen ist es aber so, dass wir auf die Unterstützung, Kooperation vieler, vieler Staaten angewiesen sind, um dann festzustellen, dass die Täter beispielsweise aus Georgien oder aus Israel oder aus Bulgarien heraus agieren. Inzwischen haben sich die Strafverfolgungsbehörden besser vernetzt. 100 deutschen und georgischen Ermittlern gelingt 2021 ein erfolgreicher Gegenangriff. Mit Durchsuchungen in Büroräumen und Immobilien rücken sie den Betrügern auf die Pelle. Es gab viele Festnahmen in Georgien. Das sind unterschiedliche Personen gewesen, sicherlich aus dem unmittelbaren Bereich mit Kundenkontakt, also die eigentlichen Agents, aber auch aus anderen Bereichen wie Backoffice oder von der Führungsebene. Die Polizei sichert haufenweise Beweismaterial, beschlagnahmt Server, Handys und Geld. Sie identifiziert Täter und ihre Strukturen. Das Ergebnis? Die Bande hat Callcenter auf der ganzen Welt. Von Vietnam über Albanien bis nach Tiflis in Georgien. Allein hier gehen täglich über 10.000 Anrufe raus. Ein Außenposten des globalen Gaunernetzwerks. Anfang April stehen die Köpfe der Bande vor Gericht. Der hauptbeschuldigte Israeli Nadav G., der ukrainische Callcenterleiter Juri D. und der technische Direktor Jakov G. Insgesamt erbeuten sie 76 Millionen Euro. Auf Konten in Liechtenstein und der Schweiz wurden rund 4 Millionen Euro eingefroren. Doch wo ist der Rest? Fragen wir den Verteidiger eines Angeklagten. Die wenigsten Betrüger sind Robin Hood und nehmen das Geld und geben es dann an die Armen. Und wo ist das Geld hin? Das weiß kein Mensch so genau. Es ist weg. Bleibt da noch was übrig? Keine Ahnung. Durch die Ermittlungen wird klar, Nadav G., Juri D. und Jakov G. versteckten ihre Millionenbeute in undurchsichtigen Strukturen. In der Akte, die Spiegel TV exklusiv vorliegt, findet sich eine Liste mit über 40 Briefkastenfirmen. Die sind unter anderem in Litauen, Großbritannien und auch auf Steueroasen wie Malta. Damit schieben die Fake-Broker die Millionenbeute hin und her, bis die eigentliche Herkunft verschleiert ist. Ein klarer Fall von Geldwäsche. Im Rahmen der sehr umfangreich durchgeführten Finanzermittlungen, die einmal um den gesamten Erdball geführt haben, konnte letztlich festgestellt werden, dass ganz wesentliche Teile der Gelder allesamt bei einer Firma landeten. Und dann konnte man relativ gut und klar sehen, in welchem Ausmaß da von allen möglichen Ecken die Gelder herankommen und wie sie dann weiterverteilt worden sind. Verteilt wurde die Beute vor allem in Form von großzügigen Gehältern für Bosse wie Nadav G. Seine Kontoauszüge liegen Spiegel TV vor. Demnach ließ er sich an einem einzigen Tag 124.000 Euro auszahlen. Einen Tag später nochmal die gleiche Summe. Innerhalb von 6 Jahren kommen so mehr als 11 Millionen Euro zusammen. Genug, um in Israel eine Immobilienfirma zu betreiben und Hausprojekte in Armenien und Florida zu finanzieren. Sein gesamtes Vermögen ist unbekannt. Vollgeständig ist er immerhin, gesprächig eher nicht. Was erwarten Sie vom heutigen Urteil? Fragen Sie ihn das nicht, okay? Ohne seinen Anwalt dürfen Sie ihn gar nichts fragen. Wenn seine Anwälte kommen, fragen Sie ihn doch dann. Wissen Sie, wo das Geld hingegangen ist? Ist noch etwas übrig?
Antworten bekommen wir auch später nicht. Nadav G. bekommt ein mildes Urteil. In 4,5 Jahren ist er wieder auf freiem Fuß. Das Callcenter, der Maschinenraum des Millionenbetrugs rund um Nadav G. Hier Bilder, die Spiegel TV exklusiv vorliegen. Die Stimmung ist bestens. Kein Wunder bei zweistelligen Millionenumsätzen. Der Verteidiger hatte Einblicke in die Unternehmenskultur. Wenn einer einen guten Abschluss gemacht hat, dann gibt es Champagner und ein erfolgreicher Geschäftsabschluss wird gefeiert. Das ist Teil dieser Start-up-Kultur, denke ich. Aber die zocken ja damit die Leute ab. Das spielt in dem Moment, glaube ich, für die keine Rolle, woher das Geld kommt. Die feiern den finanziellen Erfolg. Wie groß der finanzielle Erfolg ist, zeigt auch dieses Event der Telefonabzocker. Es ist die Weihnachtsfeier des Callcenters Envirotech. Wer den Opfern das meiste Geld abnimmt, wird als großer Börsenagent gefeiert, inklusive einer inszenierten Preisverleihung. Hier rechts im Bild der technische Direktor der Truppe, Jakob G. Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Nein. No? Nein, ich kann nicht antworten. Ich habe die Frage nicht verstanden. Haben Sie ein schlechtes Gewissen? Was denken Sie denn? Sehr viel davon. Ich meine, es geht um einen Millionenbetrug. Es geht um einen Millionenbetrug. Wo ist das Geld hingegangen? Jakob G. hat mittlerweile eingeräumt, die Online-Plattformen programmiert zu haben. Jahrelang haben sich die Betrüger dabei offenbar auch selbst betrogen. Die Täter, die gehen ja jeden Tag zur Arbeit. Vermutlich ist das so wie bei einem guten Schauspieler, der sich in seine Rolle reinfühlt, sagen wir mal, das Gefühl, ein großer Börsenagent zu sein und große Millionen zu bewegen, könnte ich mir schon vorstellen, dass das bei einigen Tätern eine Rolle spielt. So inszenierten sie sich auch in professionellen Image-Videos für die Rekrutierung von Mitarbeitern. Ein modernes Start-up-Unternehmen, jung, hip und irgendwie lustig. In Wahrheit geht es nur um krumme Dinger. In internen Mitarbeiter-Chats heißt es über eine Kundin, die bereits viel Geld verloren hat. Wow, Gratulation. Die Alte lebt noch? Jetzt nehme ich ihr wirklich alles, was sie hat. Altersvorsorge, Ersparnisse, Kredite. Als es um deutsche Kunden geht, schaltet sich auch Callcenter-Chef Juri D. ein. Am Gedenktag zum Zweiten Weltkrieg schreibt er: Jungs, wenn ihr wirklich hungrig nach Geld seid, kann euch niemand stoppen. Verlasst eure Comfortzone. Zockt die Deutschen ab. Zockt sie ab, bis wir sie endlich ausgerottet haben. Seine Skrupellosigkeit hat Juri D. auf der kriminellen Karriereleiter ganz nach oben gebracht. Vom Vertriebler zum Mitglied der Geschäftsführung. Seine Beute 1,8 Millionen Euro. Bereuen Sie, was Sie getan haben? Ja, ich habe es gesagt. Warum? Warum? Weil es nicht fair ist. Ist noch etwas von dem Geld übrig? Bei mir nicht. Daran gibt es Zweifel. 3 Monate vor seiner Verhaftung gibt er in Chats Auskunft über den Verbleib seiner Einnahmen. Auf einem meiner Konten liegen weniger als 620 Euro. Bei der Georgischen Bank 73 Euro. Bei einer Bank ist mein Geld also sicher nicht. Wenn noch etwas da wäre, würde ich es abgeben und ich bin bereit, es zurückzuzahlen. Wenn ich hier arbeite, kann ein Teil des Geldes zurück an die Kunden gehen. Sie sind gut ausgebildet. Bereuen Sie es nicht, Ihre Talente nicht besser eingesetzt zu haben? Ja, das ist das Schlimmste. Der studierte Betriebswirt hat den Millionenschwindel gestanden. Doch seine Beute, so der Verdacht, hat er wohl in Bitcoins versteckt. Wie undurchdringlich das Geldwäschenetzwerk der Banden ist, haben auch die Braunschweiger Fahnder recherchiert. Ihr Fazit: Das Geld, das angeblich für Kunden angelegt wurde, ist wohl für immer weg. Jeder einzelne kleine schwarze Punkt ist eine Einzahlung in unser Geldwäschenetzwerk. Und die Täter verteilen das dann sofort an unterschiedliche Konten in der ganzen Welt. Und dann sieht man schon von einem, zwei oder dann ab spätestens der vierten Ebene, dass das Geld sich absolut verteilt in der ganzen Welt und für uns als Ermittlungsbehörden schwierig zum Nachvollziehen ist. Das heißt also, eine reale Chance, dass wir noch Geld finden von den Geschädigten, die ist unter 1%. Zurück zu Hans-Joachim Viereck.
Als der ehemalige Schlosser nicht mehr investieren will, sondern eine Auszahlung verlangt, kippt die Stimmung. Ich habe verlangt, dass man es auszahlt und mit Druck verlangt, mit mehrmaligen Telefonaten, mit mehrmaligen Mails etc. Aber dann kam man an und wollte, weil vorzeitige Beendigung war, eine sogenannte 12%ige Steuer haben. Die angebliche Steuer, die sein angeblicher Broker Nick Tucker verlangt, hat sich gewaschen. Von nun an wird der Ton schärfer. Herr Viereck, bevor Auszahlungskommission nicht gezahlt wird, kein Cent ist möglich auszuzahlen. 41.407,16 Euro. Ich werde darüber nicht mit Ihnen diskutieren. Irgendwie sollen Sie die Summe organisieren. Ich weiß nicht, wie oft ich es Ihnen noch sagen soll. Ich habe kein Geld mehr. Als die Täter realisieren, dass bei Viereck nichts mehr zu holen ist, stürzen seine Kurse ganz plötzlich auf magische Weise ab. Auch das ist im Betrugsmodell der Callcenter-Mafia so vorgesehen. Es soll schließlich ein reales Geschäft vorgetäuscht werden. Damit da die Geschichten aber dann im Endeffekt nicht drauf kommen, dass das Geld im Vorhinein sowieso nur eingenommen wurde, um sich das selbst einzuverleihen und nichts zu investieren, deswegen wird dann auch dem Geschädigten simuliert, dass die Kurse angeblich gefallen sind, dass am Ende die Trades falsch gesetzt wurden, um dann vielleicht bei dem Geschädigten dann Anzeigewillen, der vielleicht vorher bestanden hat, dann auch zu vernichten, sage ich mal, dass er sich denkt, nee, das ist jetzt hier kein Betrug, der geschehen ist, sondern ich habe einfach Pech gehabt, ich habe mein Geld jetzt wirklich an der Börse verloren. Herr Viereck hat Anzeige erstattet, doch die 500.000 Euro wird er nie wiedersehen. Ich muss jetzt sehen, dass ich mein Haus verkaufe und eben dann dadurch bedingt Gelder generiere, die mich in die Lage versetzen, weiterzuleben. Weil die Altersvorsorge weg ist. Die Altersvorsorge, die ist restlos weg. Die ist mit diesem Spaß hier draufgegangen. Den Spaß hatten immer nur die Kriminellen. Polizei und Justiz verzeichnen übrigens in den letzten Jahren steil ansteigende Fallzahlen.